Und da ist herzlich willkommen zurück hier bei Factorio. So. Will gerade mal das machen. Ich stelle mir die jetzt mal selber her, gerade. Warum lädt der gerade? Wir haben so ein Ladesymbol. Wir müssen mal wieder speichern. Wir nennen das jetzt mal fertig umbauen. Nein, das nennen wir TZ457. Macht keine Ahnung. Irgendwas. Wir müssen Aliens killen. Weil wir brauchen nämlich diesen Stuff, den die bei sich haben. Wie können wir denn mit Enderkman einsteigen? Wie benutze ich denn beim Panzer das zweite Geschütz? Auf Gegner schießen, ja, das ist ja richtig. Auf Gegner schießen ist Space, ja. Okay, wir machen das schon. Oh. Aber ich glaube, wir können hier nicht rüber. Gesundheit. Er hat Energie verloren tatsächlich. Also musst halt W immer nur einmal drücken, dann geht er los. Jetzt ist die Frage, kann ich jetzt hier einfach drüber fahren? Wie kann ich das reparieren? Kann ich das irgendwie reparieren? Achso, es gibt so ein Reparaturwerkzeug, glaube ich, ne? Wie benutze ich das denn? Das kann ich ja nicht verwenden, das ist so doof.
Das funktioniert nicht. Scheiße. Ah, du Scheiße, ey. Ich habe keine Ahnung, vielleicht möchte ich auch mehr von herstellen oder so. Den kann ich halt auch nicht reparieren. Ach doch, das geht. Aber das geht nicht, okay. Wahrscheinlich ist das hinüber. Ja. Kacke. Okay, also nicht in der Nähe unserer Gebäude schießt. Ist halt die Frage, wenn ich jetzt. Also ich kann das halt hier reparieren, so. Bremst den ganz schön. Jetzt aussteigen. Wir müssen jetzt. Das gibt's aber nicht. Dreh ich ab. 40 km/h. Alles klar, jetzt geht's los. Wir brauchen Alien-Material. Wie groß ist denn bitte schon dieser See? Können wir nicht im Boot bauen oder so? Du Kacke. Um, das ist öde. Komme ich trotzdem, wie ich mit der zweiten Waffe hier schießen kann. Also wir haben ja Fahrzeugmaschinengewehr. Fahrzeugkanone.
Hätte vielleicht auch ein bisschen Treibstoff in den Kofferraum packen sollen, eventuell. Wie kann ich denn mit dem halt? Pam. Keine Ahnung, vielleicht schießt er dann automatisch. Können wir den eigentlich versenken, oder so sehen? Fällt sich tatsächlich ziemlich ein. Mich angenehm, würde ich gerade sagen. Kommt einfach durch da. Wird er denn eigentlich immer langsamer? Also, okay. Der hat schon ganz schön gelitten da drunter. Achso, klingt wie Staubsauger. Viel Wald hier, ne? Ich hätte doch irgendwas Rotes gesehen. Warte mal. Da. Da müssen wir hin. Also genau nach unten noch. Gerade nach unten. Kann das sein, dass wir. Warte mal. Das. Achso, halt. Wo ist denn der Panzer da? Dass ich ihm das erst da reinpacken muss? Nee. Sein können. Lass mal hier nicht. Hallo? Wieso kann ich jetzt nicht einsteigen? Will ich in den Panzer einsteigen? Warum nicht? Ah, jetzt. Okay, wir nähern uns den ersten Aliens. Da unten sind sie, die Bastarde. Boah.
Alter, sind das viele! Ach, jetzt nicht Forschung! Oh shit. Wieso ich kann nicht mit dem Maschinengewehr nicht schießen? Scheiße, wieso geht das nicht? Wie funktioniert das Fahrzeug? Ah! Ich brauche hier die keine Schüsse mehr. Oh, Kacke! Wieso funktioniert das fucking Maschinengewehr nicht? Ich werde die nicht los, ne? Okay. Oh kack, ich bin auf falsch gefahren. Was ist das denn? Ah, noch Felsen. Oh, die sind aber hartnäckig, ey. Was ist denn das? Ich dachte, die lassen dann irgendwann von einem ab. Nee. Auf die Schüssen. Stirb, Mensch, oder was? Der Panzer, der etwas kein Leben mehr? So eine Kacke. Ich werde die halt auch nicht los, ne? Wenn ich jetzt hier aussteige. Wieso kann ich hier jetzt... Wieso schießt er nicht mehr? Ich hab doch noch Muni. Was ist denn hier verkehrt? Mein Schild ist weg. Mein Panzer ist auch weg. Oh, die haben den Panzer zerstört. Erfolgreich.
Das ist ganz großer Bullshit. Jo. Alles klar. Das halt, ja. Also das ist schon mal direkt behindert. Ich weiß halt auch nicht, wie ich die Waffe wechsle. Ich habe halt die Waffe da unten. Wie wechselt man die Waffe denn? Warum habe ich das vorhin gelesen? Waffe wechseln oder sowas. Weil ich könnte halt auf einmal mit dem Panzer nicht mehr schießen. Und das ist halt im Panzer richtig schlecht. Aber wo habe ich das denn gelesen? Nächste Waffe, Q. Genau. Wie geht das nämlich im Panzer? Ah. Da ging das nämlich im Panzer. So auch. Er ist ja ein Traum. Schön. Kann ich jetzt eigentlich hier einfach drüber fahren? Achso, hier kann ich drüber fahren. Oh. Oh, shit. Das ist doch Bullshit, Junge. Das Spiel geht mir gerade so auf den Sack. Aber ich habe halt die ganze Zeit mit der Pistole auch geschossen. Das war halt auch nicht so geil. Ich glaube, da ist ein Flammenwerfer echt geil. Den könnte ich sogar easy herstellen, tatsächlich. Kann ich nicht einen Flammenwerfer in den Panzer einbauen statt dem MG? Das wäre geil. Also ich kann über die Fließbänder fahren, aber ich kann nicht. Vielleicht sollte vielleicht nicht unbedingt. An andere Sachen dran. Vor allem ist das auch noch so arschweit bis zu diesem Bastard, ne? Ich werde ihn jetzt hier parken. Also ich glaube, ich sollte zum Beispiel nicht aussteigen. Das ist, glaube ich, ungesund in generell. Prozessoren, 30 Elektromotoren, 20 Stahlträger brauchen wir. Nur mal so nebenbei. Ich möchte hier übrigens auch noch eine Chemiefabrik bauen, da möchte ich nämlich Flammenwerferbrennstoff produzieren. Mit dem Flammenwerfer, den ich jetzt baue. Den mache ich doch bestimmt danach, ja. Steht ja extra da. Prozessoren habe ich. Dafür bräuchte ich 10 normale Energieschilde. Achso. Sonst nichts ist. Und dann erweiterte Schaltkreise.
Also wir haben ja, warte, lass mich kurz gucken. Wir haben ein Energieschild, das heißt, wir müssten noch 9 Stück herstellen. Achso, ihr könnt es ja so machen. Stimmt. Wir können uns ja da mal schön bedienen, das ist der beste Vorteil, den wir haben. Ich mache jetzt mal zwei Lasergeschütztürme. Nur so nebenbei. Beziehungsweise mache ich die dann gleich, weil das dauert halt noch, bis das da fertig ist. Ich hole jetzt noch ein paar Elektromotoren. Warte. Ich nehme die jetzt mal hier so einfach mit dem Dings runter. Und dann mache ich mir noch ein Exoskelett. So, was wir dann natürlich noch machen wollten, ist Flammenwerferbrennstoff. Dafür brauchen wir eigentlich nur Eisenplatten und zwei verschiedene Ölvarianten. Nämlich einmal leichtes Öl und einmal schweres Öl. Das heißt, das können wir eigentlich hier so einfach machen. Also wir können das halt, warte mal, machen das mal so. Dann kann ich das hier nämlich, warte. Das machen wir jetzt mal noch in der Folge schnell. Weiß, hier geht schon wieder fast eine halbe Stunde, aber. Naja, ihr wisst schon. So. Jetzt habe ich keine Rohre dabei. Machen wir mal ganz kurz. Hier, Flammenwerferbrennstoff. Und perfekt. Keine Ahnung, ich mache mir mal den. Und dann mache ich hier einfach eine Kiste hin und dann nimmt hier einfach einer den raus. So. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bedanke mich fürs Zusehen. Haut rein.